Kutmein-Messer aus Spanien. Ein günstiger Hersteller und Geheimtipp. Wenn dir das interessiert, bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das ist nun dieses Kutmein-Messer aus Spanien. Ein sehr günstiges, mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Und über das Messer mag ich ein bisschen was erzählen. Und zwar, ich bin nicht selber drauf gekommen, dass es das auf Amazon gibt, sondern der Olaf und die Nicole, die waren bei meinem Survival-Training von mir. Und der Olaf hat Messer eingekauft für die Nicole, seine Frau, und für sich selbst auch. Also beide hatten so einen Teil. Und die sind extra aus Hessen zu mir nach Österreich gekommen. Schöne Grüße noch einmal an euch beide, das finde ich top, dankeschön, war eine schöne Zeit. Auf jeden Fall, die Nicole hat sich mit diesem Messer so richtig reingeschnitten. Das Bild blende ich dir jetzt ein. Also scharf ist es, ja. Es ist nämlich höllescharf. Und als er mir das gezeigt hat, der Olaf und ich das erste Mal in der Hand gehabt haben, haben wir gedacht, naja, das liegt gut in der Hand. Es ist wirklich sehr, sehr scharf. Wenn du dir diese sekundäre Phase da anschaust, ja, ich habe das jetzt nachgekauft, das ist jetzt noch nicht sehr oft im Einsatz gewesen, mit einem schönen Hohlschliff dazu, also hier, da Hohlschliff und da schön flach angeschliffen, sekundäre Phase, wirklich sehr, sehr fein. Auch der Klingenrücken ist so gemacht, dass man Funken damit treiben kann. Muss man aber auch dazu sagen, also das muss ich jetzt schon dazu sagen, da müsste man, wenn man das wirklich ganz intensiv und gut haben will, noch einmal mit einem Dremel drüber gehen oder noch einmal ein bisschen abschleifen. Aber grundsätzlich funktioniert es. Das ist ganz nett und der Preis ist einfach top. Ja, ich gebe da unten den Link auf Amazon, dort habe ich es auch her. Ich glaube auch der Olaf hat es dort gekauft. Und für den Preis kann man eigentlich fast nichts falsch machen. Das Messer ist sehr stabil, es liegt meiner Meinung nach gut in der Hand. Es ist von der Verarbeitung her, wenn du da so reinschaust, ist klar, das ist ein Gummigriff und natürlich, das ist natürlich nicht so wie bei einem Fellkniven alles hundertprozentig, aber dafür ist der Preis auch deutlich niedriger. Es wird geliefert in so einer Lederscheide, die meiner Meinung nach auch sehr, sehr wertig ist. Da habe ich schon von teuren Herstellern Sachen gesehen, die nicht so toll sind. Also das muss ich wirklich sagen. Also ich bin positiv beeindruckt von diesem Messer. Es ist höllescharf ab Werk, also das ist wirklich phänomenal. Und es ist auch stabil für kleine Arbeiten. Ist toll. Zwei Dinge, die mir aufgefallen sind, aber das ist ganz einfach so. Hier hinten siehst du, vielleicht ist das nur bei meinem Exemplar, da sind so ein paar kleine, ja, wie soll ich sagen, so Verfärbungen, die waren ab Werk da. Ist ganz einfach so, aber um den Preis ist das in Ordnung. Und dieses Regasso hier, das ist einfach ein bisschen zu weit. Also ich würde mir das noch ein bisschen weiter tiefer wünschen. Aber beim Reini Rossmann Survival Messer wird das dann alles anders. Wird auch einmal kommen. Lasst da dabei noch ein bisschen Zeit. Gut, wie auch immer. Also wenn du eine günstige Variante suchst und wenn dir der Stil gefällt, wenn du das als gut erachtest und dir das gefällt, ist das Messer auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ich finde es auch praktisch, weil es hier hinten komplett in Gummi ist. Es liegt echt fett in der Hand, wenn man feuchte Hände hat, wenn es schwitzig ist oder auch wenn man kalte Hände hat, ja, liegt das einfach top in der Hand. Es ist der Griff nicht klein, nicht groß. Einfach ein tolles Teil. Ich nehme das Ganze jetzt in den Langzeittest auf und werde da in einem Jahr ungefähr wieder davon berichten, was es gehalten hat. Ich wollte es einfach einmal vorstellen und auch danke nochmal an den Olaf und an den Nicole schicken. Unten findest du den Link zu dem Produkt. Schreib mal einen Kommentar. Kennst du Kutmein? Erzähl mir ein bisschen was dazu. Hast du schon Erfahrungen? Teil sie mit uns. Das wäre ganz, ganz nett. Aber wenn es das erste Mal hier bist, aber andere Videos zum Anschauen. Wie gesagt, unten der Link zum Produkt. Dein Reini Rossmann. Bis bald. Ciao.